Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir eine Handschelle und zwar aus Brasilien mit der Aufschrift Algemas Brasil. Die Rückseite ist hier unbeschriftet und auf der anderen Seite haben wir ebenfalls wieder Algemas Brasil aufgebracht. Farblich haben wir hier rosa, schickes Schweinchenrosa. Da ist die Handschelle hier lackiert worden in dieser Farbe und das klassische Design hier von anderen Handschellen wurde hier übernommen. Wir haben so ein bisschen eingerundetes Trapezrechteck, wenn man das so möchte, und der Schlosskasten ist mit diesen vier erhabenen Nieten, die allerdings nicht lackiert sind, entsprechend verschlossen. Weiterhin haben wir hier den Niet für das Schlüsselloch und hier unten noch ein Niet. Da sehen wir hier auf der Seite das Loch, der die Schlossfalle hält. Hier ist dann das Schlüsselloch selbst und hier haben wir dann eine Ausformung auf beiden Seiten für den Drehwirbel, der hier drehbar gelagert ist und aber auch ein gewisses Spiel aufweist. Die Kettenglieder sind verschweißt mit lackiert und halten hier beide Handschellen zusammen. Und weiterhin haben wir hier noch zwei Einstanzungen, die wir uns später anschauen. Von der Seite schauen, dann haben wir hier ein dickeres Material, welches den Schlosskasten umrahmt und hier ein kleines Loch zum Setzen des Double Locks. Schauen wir weiter, verläuft hier der doppelläufige Handschellenflügel. Der lässt sich nur schwer zusammendrücken, aber es ist gutes Material und hier am Ende haben wir dann eine Vernietung und somit natürlich die Verbindung zum Handschellenbügel geschaffen. Das Ganze schlackert hier etwas hin und her. Das ist nicht ganz so schön gemacht, das geht besser. Und der Bügel läuft dann hier quasi herum und mündet dann hier in den Bereich, der jetzt in der Schlossfalle sitzt. Alle Ecken und Kanten sind entgratet und auch ganz, ganz leicht abgerundet. Mehr ist hier leider nicht zuzusagen. Und damit kommen wir jetzt schon zum Geräusch dieser Handfessel. Wir hören hier einen relativ hellen Ton, was natürlich von dieser ganzen Blechhaptik herrührt. Die Handschelle lässt sich hier gut schließen und durchrasten. Das funktioniert gleichmäßig. Allerdings macht das Ganze hier beim Schließen auch keinen so ganz so tollen Eindruck. Dadurch, dass wir hier hinten Spiel drin haben, potenziert sich das ja etwas. Und man kann hier natürlich links und rechts auf dem Handschellengehäuse landen. Da sehen wir auch schon ein paar Macken drin. Und das ist wirklich nicht so präzise gefertigt. Wir sehen natürlich auch, dass hier auf der Zahnstange die Farbe schon abgenutzt ist. Und die Zahnstange selbst geht dann hier herum. Hat auf dieser Seite hier dann diese zwei Führungsrillen. Und diese Rillen, die laufen dann hier durch diese beiden Nute hindurch. Und von oben schaut, kann man die sehen. Und damit soll natürlich ein gewaltsames Aufziehen der Handfessel erschwert werden. Weiterhin ist die Zahnstange zumindest entgratet, also abgerundet würde ich nicht unbedingt sagen. Und hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Zähne für 20 unterschiedliche Schließpositionen. Wobei die größtmögliche Schließposition diese hier ist, mit ca. 7,6 cm. Und die kleinstmögliche Schließposition dann diese hier mit ca. 4,6 cm. Schauen wir weiter, haben wir hier oben so einen kleinen Fingertipp, um die Handschelle besser schließen zu können. Das hat man sich von den großen Herstellern abgekupfert. Und das Ganze läuft dann hier in diese einfache Schlossfalle hinein mit drei Zähnen. Also wirklich ganz simple Technik. Und wird dann so um die Hände gelegt. Dabei sind hier zwei Schlüssel. Und die zwei Schlüssel sind hier original von Algemas Brasil. Steht hier auf dem Schlüsselkörper ebenfalls drauf. Gefertigt sind die nicht so schön, das geht besser. Hier haben wir noch so einen kleinen Rest. Die scheinen gegossen zu sein. Hier hinten haben wir den Pin zum Setzen des Double Locks. Hier vorne den runden Schlüsselhals mit einem einfachen Schlüsselbart. Und dann haben wir hier eine Bohrung, um das den Schlüssel entsprechend hier nutzen zu können.
Wenn die Handschellen angelegt sind, kann man sie hier arretieren. Hier gibt es so eine kleine Mulde, ein kleines Loch und der Schlüssel passt da auch gut rein, rutscht auch schwer wieder weg. Und wenn wir das Ganze jetzt hier reindrücken, dann klackt es, die Handschelle ist arretiert und lässt sich nicht weiter schließen. Wir haben allerdings auch ein gewisses Spiel von fast einem halben oder fast einem Millimeter, würde ich eher sagen. Und auf der anderen Seite dürfte das nicht anders aussehen. Also doch schon ein ganz schönes Klapperding. Um die Handschelle zu öffnen, wird der Schlüssel hier entsprechend eingesetzt und dann in Richtung Kette gedreht. Dann haben wir hier bei ca. 13 Uhr einen Widerstand und drücken wir gegen diesen, ist der Double Lock wieder entfernt. In der anderen Richtung haben wir bei ca. 7.30 Uhr einen Widerstand und drehen wir dort gegen bis kurz nach 6, können wir hier natürlich die Handschelle frei öffnen. Und dann sehen wir das auch nochmal hier drin, wie der Schlüssel die Schlossfalle zurückzieht. So funktioniert das natürlich auf der anderen Seite auch. Einmal im Schnelldurchlauf, Double Lock entfernt und Handschelle offen. Ja, alles in allem nettes Ding. Es geht vieles besser, aber gut, es ist mal was anderes. Wir kommen nun zu schlussendlich noch zum Gewicht dieser Handfessel. Und dort haben wir 276 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.